Besondere Momente erfordern besondere Maßnahmen. Der SV Rabenau trifft auf die SG Weißig. Letzter Spieltag der Kreisliga B. Und heute mit einer Spezialausgabe von Team Rabenfront. Die Altgedienten vom SV Rabenau werden verabschiedet. Sie haben sich den Ruhestand in der U40 mehr als verdient. Und einer davon ist Carsten Kulke. Er, das Mastermind von Team Rabenfront, kommt jetzt mit der Nummer 2 an den Kopfball. Und Apfel versemmelt. Carsten Kulke, ja, auch Plauzmarie wegen seiner ungestümen Art auf dem Platz genannt. Und weiter geht's nun eine Richtung. Ecke Bender, Kopfball Lewitz und dann Mike Schubert mit dem frühen 1:0 für den souveränen Tabellenführer Rabenau. Hier sieht man nochmal die brachiale Gewalt, die Kollege Schubert da reinbringt. Dann mal Weißig, die am Hinspiel einen großen Kampf geliefert haben. Die Nummer 15 leitet ein und da Poppe, der verpasst. Aber Lutz Möller im Tor macht natürlich auch eine riesige Figur. Dem Wetter geschuldet passiert lange nichts und dann kommt, halten sich fest, liebe Zuschauer, eine Weltpremiere. Der Ball kommt in den Strafraum und da ist Enrico Lewitz. Enrico Lewitz, der hat bestimmt seit der F-Jugend kein Tor mehr geschossen. Er geht auf die Knie. Unfassbarer Jubel. Die ganze Mannschaft ist entzückt. Da kann er den Ball nicht mehr ausweichen und ihn vorbeischießen, sondern er geht irgendwie rein. Und dann der Jubel an den Fußballgott. Apel lupft rein. Der Torjäger verpasst. Doch da ist Schubert. Schubert trifft 3:0. Mike Schubert hier mit einer großen Tat. Und so wie die erste aufgehört hat, geht die zweite weiter. Freistoß Bender und da ist David Raupach. Flug, Kopf, Ball. Oder ist das einfach nur die Schwerkraft? Schauen wir uns das doch nochmal an. Es sah auf jeden Fall schön aus. Da ist eine Mischung aus Schwerkraft und Flugaufball. Super gemacht vom Torjäger, der noch die Torjägerkanone erreichen will. Und dafür muss er zwei Tore auf Felix Jepelt aufholen. Und da ist schon wieder David Raupach. Und dann sieht Apelt den eingewechselten René Will ein paar Sekunden zuvor erst auf den Platz gekommen. Mit einer tollen Übersicht und dem mittlerweile 5:0. Wunderbarer und schönster Spielzug des heutigen Tages. Und es spielt nur Rabenau. Kaiser mit der Reingabe und da ist René Will. Und Unglücksrabe Ron Fischer leitet das Ding in den eigenen Kasten. Da wollte er retten, was nicht mehr zu retten war. Weiter die Rabenauer, Alexander Fuchs und wer ist da? Natürlich David Raupach. Jetzt hat er gleich gezogen mit Felix Jepelt, beide mit 32 Treffern. Und wer ihn kennt, weiß, wie gierig er ist. Es geht weiter, der starke René Will wird so leicht umgeschubst. Es wird eine Reingabe und ein Gänsehautmoment für die Ewigkeit. David Raupach. Hier mit setzt er sich an Platz 1 der Torjägerliste. Souverän, der Jubel gar nicht so groß. Aber weiß ich, die können auch Fußball spielen. Und Unglücksrabe, Ron Fischer hier mit dem Kopf nicht so zielgenau wie beim Eigentor. Torhüter Lutz Müller macht eine super Figur, auch mit der Kappe. Und dann geht es wieder in die eine Richtung. Und wer ist da? Silvio Reetz. Der schwitzt unter seinem Bart heute besonders. Aber das hindert ihn nicht daran, Übersicht zu bewahren. Und jetzt kommt noch mal ein Leckerbissen. Schauen sich diesen Turbo an. David Raupach, 1, 2. Und der Torhüter wird auch noch nass gemacht. Unfassbarer Typ. Was für Sprinterqualitäten. Usain Bolt hätte gegen ihn wahrscheinlich Probleme. Aber zum Glück versteckt er sich ja nur in der Kreisliga. Und dann ist es vorbei. 147 Tore
Nur 8 Gegentore und 63 Punkte. Der SV Rabenau spielt eine Saison für die Ewigkeit. Und seien Sie sich sicher, genug gefeiert wurde dann auch. Ach, ist das schön, war da alles super bei dem Wetter. Herrliches Wetter, Haufen Zuschauer. Gewonnen haben wir auch. Ein paar Tore haben wir auch noch geschossen, das Glück hatten wir auch noch mal. Das ist dann immer das Highlight. Also warum spielt man Fußball? Erstmal um zu gewinnen und zweitens das eine oder andere Tor zu schießen, das macht schon echt Spaß. War alles wunderbar. Jetzt trinken wir noch ein paar Bier, essen noch was und dann lassen wir den Tag ausklingen. Und dann ist das wunderschön. Wir könnten das leider unsere Mannschaft nicht so aufstellen wie im Hinspiel. Also wir könnten dieses spannende Spiel, was im Hinspiel war, was kurz vor Schluss dann entschieden wurde, könnten wir leider nie wiederholen, weil ich hatte das schon im Internet schon preisgegeben gehabt. Wir lagen am Zahnfleisch durch vielen Verletzungen. Trotz allem wollten wir hier ein bisschen stehen, nicht ganz so die Füße hochnehmen, wie es ausgesehen hat. Aber wir gratulieren Rabenau ganz herzlich zum Aufstieg, zur Meisterschaft und wünschen allen alles Gute für die neue Saison. Ja, natürlich mit Wehmut, weil das waren coole Jahre, das waren Hoch und Tiefs. Und die ganze Saison, das Trainergespann, muss man wirklich sagen, Hut ab. Die haben das so toll gemacht, die haben über 20 Leute immer, echte Leute, nicht bloß Karteileichen zur Verfügung gehabt. Und haben immer das Händchen gehabt, die mussten auch mal ein paar Spitzenspieler, wie zum Beispiel den Raubach oder den Abelt, mal draußen lassen. Und da war keiner irgendwie böse oder so. Heute nochmal dieses Derby dort antreten zu dürfen, das war sicherlich auch nochmal so ein kleines Highlight. Ja, auf jeden Fall. Weiß ich, unser Lieblingsgegner. Man weiß nie, wie es ausgeht. Das ich habe eigentlich darauf gewartet. Zurück ins Studio. Damit ist alles gesagt und diese bezaubernde junge Dame ist übrigens die kongeniale Film- und Lebenspartnerin von Mastermind Carsten Kulke. Somit schöne Woche euch allen und bis zum nächsten Mal, euer Team Rabenfront.